zerrissen, unter Wasser drängt Hetzel. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jedi können ihren Kyberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Gehen wir, BD. Ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Hoffentlich hält das. Beeilung! Was sind sie? Wir haben die uns gefunden. Wir haben ein Problem. In den Höhlen sind Suchdroiden. Die können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Triller hat schließlich auch seinen Funk gehackt. Grace und ich durchsuchen die Mantis. Danke. Ich komme, sobald ich meinen Kristall habe. Du bist angreifbar da draußen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Sehe sein Licht. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Bitte, komm bloß nicht näher! Bitte!
Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD-1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Thank you.
dich. Feind geortet. Ja, okay. Er ist auf der Flucht. Bewegung. Ziehe mich zurück. Er wird mich büßen lassen. Wir können ihn... Ich wusste, dass es so enden würde. Egal. Wir haben einen Feind unter uns. Autotruppler. Dranbleiben. Los, holt ihn euch. Greift ihn schnell an. Ich werde dich vernichten. Verschlossene Tür? Das ist BD1. Position des Gegners ausgemacht. Kontakt nachdrücklich hergestellt. Benötige Wartung. Zerschmettere Gegner. Ich habe sie. Versperrt. Was meinst du? Sia, wir müssen hier weg. Die nehmen Illum ein. Alles in Ordnung? Nein. Wurde entdeckt. Und das ist nicht alles. Sie bauen Kyberkristalle ab. Captain, bereit machen zum Start. Hab hier einen Eindringling! Bei dieser Verfolgung voraus. Ihr und Grease seid sicher? Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Deckung weg. Kann man das Signal der Mantis tarnen? Ah, das klappt nur, wenn sie es nicht erwarten. Ich habe eine andere Idee. Ihre
Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Hier sind überall Sturmtruppen. Illum war unser Planet, Kerl. Das dürfen Sie nicht vergessen. Aufheben! Er ist auf der Flucht! Kritischer Fuß! Vorrangiges Ziel! Feuer! Feuert gemeinsam! Jemand anderer soll ihn ausmachen! Durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher. Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Hey! War auf Zephon nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob's da drin was zu holen gibt? Datomir. Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Trilla? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Alles wird gut. Alles wird gut. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brut? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. Streng dich weiter an, Greasy. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin. Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Kerl. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so.
Ich glaube, ich schaff das. Cal, du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Cal? Gar nichts. War Spaß. Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, belustigt. Und jetzt beeil dich, damit wir schnell von hier wegkommen. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Cordova hat einiges riskiert, um diese alten Kulturen zu studieren. Er wusste, wie wichtig die Lektionen der Vergangenheit sind. Meister T'Pol, er war anders. Er hat nie was anderes als Jedi-Lehren studiert, aber wusste viel über Strategie und Kampf. Mein Meister war kein wilder Kämpfer wie deiner, aber er hat mich Mut gelehrt. Ich hatte nie Angst vor der Gefahr. Meister T'Pol lehrte mich Mut durch strenge Disziplin. Jeder Meister bildet seinen Padawan auf seine Art aus. Cordova ermutigte mich, alles zu erkunden und stets meine Umwelt in Frage zu stellen. Er hat euch wohl vertraut. Oder er war einfach nur blind. Denn mit der Zeit entwickelte ich andere Interessen. Ich sammelte Erfahrungen, Freundschaften, entdeckte die Musik, begeisterte mich für alles Neue. Ich kann mich dadurch besser an alles anpassen. Schon, Kumpel. Thank you.
Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Antwort? Nein. Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Du, komm her! Bereite dich auf den Tod vor, Mistkerl! Ich werde dich vernichten! Du kehrst also zurück. Mutig, aber nicht weise. Ja, vielleicht. Merrin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was an diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht,
Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei! Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Er erstickt von der Tradition. Er taubt durch unseren vergangenen Ruhm. Er blindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Mach das nochmal! Es mangelt dir an Raffinesse. Ausweichen wird dich nicht retten. Zu langsam für mich. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber... Das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden.
Danke für die Hilfe mit Malikos. Dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Ja. Zum Glück kam es anders. Ich habe gern einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Hol dir, was du willst. Dieser Ort ist grauenhaft. Endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Maren, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig wirst. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Sia? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sia. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören.
wir treffen uns bei deinem Schiff. Nicht zurück. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Wohin, Kleiner? Dieser Cordova strapaziert dein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Sefo und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Vogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease.
Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Moment. Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur, wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Wie läuft's denn mit Marin? Ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt. Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, das hast du schon gesagt und... Und du lebst noch. Ja, noch. Dir passiert nichts. Wir stehen's alle gemeinsam durch. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja, ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß... dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Wenn du ein gefährliches Monster siehst, töte es, bevor es mich tötet, okay? Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Wir sind definitiv nicht mehr auf Datomir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mantis gefallen. Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist Ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Entschuldige, ich will dich nicht von der Mission ablenken. Herr, hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir frei. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren? Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen.
Du hast aus all dem viel gelernt, Cal. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Cal, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Cal. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht, erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Dieser Ort mag friedlich scheinen, aber das heißt nicht, dass er ungefährlich ist. Komm schon, Kumpel. Hallo? Hey, BD, gehen wir. Ich höre was Seltsames. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Und los, BD.